Terror für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Also der Typ hat irgendwas vor. Der will hier mit... Redet hier von Umerziehen. Kann ich mich jetzt erstmal hier frisch machen am Aufstehen? Nö. Nun stimmt doch die Liege jetzt, ne? Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Ja. Er kann sich immer noch nicht umziehen. Kleinen Moment, Jungs. Ich leg mich gleich. Und Mädels natürlich auch. Setzen! Nee. Aha. So, da gucken wir mal, wen wir jetzt killen können, oder? Genau. So, hat er ja auch vorhin gerade eben gefragt. Können wir anfangen, Desmond? Ja, dann laden wir mal die letzte. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie Bogenschützen und Wachen aus dem Weg, bevor Sie sich Ihrem Ziel annehmen. Wachen und Bogenschützen ausschalten, bevor Sie sich Ihrem Ziel annehmen. Aber ich sah euch zustoßen. Fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Aha. Ich bin jetzt... Aha. Aha.
Also ich bin degradiert worden zu einem Novizen. Ich bin jetzt nur noch Schüler. Ich habe nichts anderes als... ja, die Kapuze auf. Alle Fähigkeiten verloren. Ja. Etc. etc. Wir sind noch vier Arten in der Synchronisation da oben. Ja. Das war vorher ein paar mehr. So, wie gesagt, ich bin halt eben jetzt halt nur noch ein einfacher Lehrling. Mhm. So, leicht stoßen. Ich habe eigentlich alles, ja. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal anfangen, hier wieder zu lernen. Ja. Ich soll jetzt wieder ein Assassin werden. Und zwar, ich soll jetzt hier so einen Verräter finden. Ich soll mich wieder daran erinnern, was ich alles kann. Was ist das denn hier? Eingesammelt. Oh, eine von 20 Assassinenflaggen. Oho. Gut, dann sammeln wir mal hier schnurstracks weiter. Ich werde mal sagen, ich bin wirklich gut degradiert worden. Ist da noch irgendwo was hier, sowas Buntes? Ja, aber ich muss jetzt erstmal gucken. Ich muss alles hier absuchen. Ja, aber das heißt ja, wie wir im ersten, also im Teil, den ich am Anfang gespielt habe, gesagt haben, von wegen durchlaufen, weil es nichts zu finden gibt, hat sich dann anscheinend jetzt hier wieder widerlegt, weil ab jetzt gibt es nur Sachen, die man finden kann. Wie man ja an dieser Flagge 1 von 20 ja, gesehen hat. Aber ich habe halt eben nichts. Das ist es halt. Ich habe kein Messer, kein gar nichts, also... Du hast zwei Füße und zwei Arme. Ja, und zwei Beine. Und Kletter kannst du auch. Ja, aber ich kann keine Vorsprünge mehr machen, gar nichts. Also, hier ist schon mal nichts mehr. Ja. Oder war auf der anderen Seite? Nee, dürfte eigentlich alles gewesen sein, ja. Klartext an die ganzen super Moves, die man jetzt im ersten Mal gesehen hat, die das alle nicht mehr so wirklich, ne? Nee. Aber ich denke mal... Etwas. Ja. Ich gehe ja schon dahin. Ah. Also schnell laufen kann ich auch schon mal. 2 von 20. Das geht ja gut. Gucken wir mal da oben, was da so ist. Aber schnell die Leiter hochklettern kannst du auch. Was war ja das, wo wir rübergejumpt sind? Ah, da ist eine Flagge. Gut. So, da ist jetzt die Frage. 3 von 20. 3 von 20. Ah, guck mal, kann das sein, dass das da unten anzeigt, wie viel du hier finden kannst? Mal links. Da waren so Striche. Ah. Ah, also da kann ich schon mal nicht springen. Ja, hallo? Lass mich jetzt mal hier durch. Nee. Nee, okay. So, das heißt... Haben Sie die Umgebungsgrenze auch clever mit dem Subjekt hat keinen Zugang zu Erinnerungen abgegrenzt? Das ist einfach nur unsichtbare Wände zu klatschen, haben Sie wenigstens auch einen Grund genannt, warum man nicht jetzt da durch darf. Mhm. Links war noch was, ne? Ah, hier war noch was, genau. Oh, nee, doch nicht.
Kein Zugang zu dieser Erinnerung. So, jetzt gucke ich mal hier oben. Also kann ich hier auch nichts. Und ich wahrscheinlich nicht so hin, dass jetzt. Das heißt, kannst du nicht mehr so springen und so eine Vorsprung greifen und sowas kannst du auch nicht mehr. Nee, das war alles weg. Aber ich kann jetzt hier leicht stoßen, kann ich noch. So, was da? In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Oh je. Aber warum haben die denn alle hier so Messer gezogen und ich habe nichts? Tja. Ich habe hier wirklich nichts. Aha, was ist das hier? Adlerauge. Nee, doch nicht. Aber wenn ihr beim letzten Mal so mitbekommen habt... Oh, ich bin etwas vorsichtiger als Gio. Ja, ich bin eher der Raviate. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Maxa. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Aha. So, ich muss jetzt schon mal an den Marktplatz. Gut, er speichert schon mal. Ich muss jetzt belauschen, stehlen. Ah, ich hab... Oh, ich hab... Schlagen habe ich auch noch. Und einschüchtern. Weil man sich prügelt. Aber ich gehe nicht den Weg, ich gehe den langeren Weg. Und das heißt, ja, ich fange jetzt ganz von vorne an und muss die Leute dann erstmal belauschen. Ein Hauptmann. Das was? Ja, hier steht einer. Achso, so. Aha. Aber ich suche ja auch nach Flaggen. Ja. Flaggen ist immer gut. Ich habe nämlich keine Lust. Na gut, ist schon interessant, was es dann bringt, ne? Also wenn du die ganzen Flaggen sammelst, was du dann kriegst. Also bis jetzt sagen die schon mal nix. Ich denke, du musst auch diese 130 Schritte da. Da oben ist aber eine Flagge. Ah. Da oben ist auch eine. Ja, das ist doch mal interessant. Hier.
da noch irgendwo hier eine? Von oben ist gut, was zu sehen. Da ist eine. Da ist eine. Ich glaube, da drüben ist auch noch eine. Was? Ich kann auch treten? Ja, cool. Wenn ich jetzt nach unten, kann ich auch treten. Interessant, interessant. Ja, würde ich mal so sagen. Auf dem Haus war noch eine, genau. Da oben rechts ist ein Haus, auch noch eine unten drauf. Ja, ganz hinten in der Fahrt, da, geradeaus. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier rauf. So, wo ist noch eine? Da rechts noch weg, da irgendwo weiter. Ja, etwas windig. Ja. Wo? Meinst du das Haus hier? Oben? Nee, weiter links. Da, wenn wir einfach Felsen. Da ist auch noch einer. Da droht, da ist auch noch eine. Da oben? Links. Links, links. Ah, da. Jetzt hat. Da braucht den einen, aber du kannst alle anderen mal gucken. Könnte das erst noch was ist. Was mag er haben? Da ist eine große Flagge. Da unten ist auch noch eine. Da drüben ist eine. Ja. Oder gerade da unten, die kannst du noch wieder hochspringen. Hast du schon die Hälfte gesammelt? Sammeln, kommt.